Schönen guten Tag zurück bei den Spaßtrainern. Moin moin. Micha. Domme. Was machen wir? Wir prügeln uns. Aber wie? Mit Little Cup und so. Was ist Little Cup? Little Cup heißt Level 5, nur entwicklungsfähige Pokémon. Aber unentwickelt? Was war noch? Ja, also genau, völlig unentwickelt, absolut Basisstufe. Genau. Und mit ein paar Ausnahmen halt sowas wie Sichlor und Sneebel und so ein Scheiß. So Viecher, die in ihrer untersten Entwicklung immer noch zu stark sind für Little Cup quasi. Ja, die auch manchmal mit anderen Generationen erst noch Entwicklung gekriegt haben. Oder so, genau. Und ja, wir haben keine Ahnung von Little Cup. Aha. Und haben jetzt einfach mal gebaut. Mhm. Und schauen, wie das so wird. Ja, ich sehe Dinge, die mir nicht gefallen wollen. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gefällt, was ich sehe. Wir haben einfach mal gebastelt. Wir haben kurz einen kleinen Guide geguckt, weil es gibt wichtige Unterschiede, zum Beispiel. Du hast in den Guide geguckt. Und ich habe ihn dir geschickt, weil ich. Ja, ich weiß, aber ich habe nicht großartig gelesen. Ich habe halt wegen der Items. Ja, klar. Ne? Weil zum Beispiel Überreste bringen nicht so viel, weil Überreste regenerieren immer nur eine gewisse Prozentanzahl und das wären jetzt im Little Cup 2 KP oder so. Gefühlt 2 KP, vielleicht auch wahrscheinlich sehr 2 KP. Und die haben ja alle nur so, keine Ahnung, 20, 30, 40 KP insgesamt alle. Stattdessen ist zum Beispiel so ein Item wie Beerensaft total gut, weil das immer 20 HP heilt nach der Hälfte. Und das wird man zum Beispiel sehen, eventuell. Und ja, sollen wir mal? Ja, wollen wir mal. Gut, dann weiß ich, womit können wir sagen, wollen wir nochmal. Ich habe übrigens einen fetten Nachteil gegen dich. Hast du? Ja, du hast eine Menge Stein und Stahl. Ja. Und ich habe nicht viel gegen Stein und Stahl, wie du siehst. Ja, das ist wohl wahr. So, ich denke. Also ich denke mal, du wirst dein Wubat genauso spielen, wie man die Entwicklung spielt. Das gefällt mir nicht. Genau das meine ich nämlich. Taunt. Ja. Ich bin getauntet. Ja. Wie kannst du mich nur taunten? Weil, mein Name ist Dominik und ich gebe keinen Fick. Mhm. Gut, dann ist das schon mal, ja, okay. Ich weiß nicht. Mal gucken. Aber mir gefällt das alles nicht. Mir gefällt dein Team. Also, ich weiß nicht. Also, ich denke mal, dein Team gefällt mir nicht. Sturdy. Ah. Bam. Ach so, da ja, war ja Sturdy. Das war die einzige Idee, die ich mit Little Cup habe. Alter Sturdy. Sturdy gibt dir Doppel-Focus-Sash und sowas. Mhm. Das war so, boah, Little Cup, da müssen doch eigentlich nur Pokémon vorkommen, die Sturdy haben. Ach, kacke. Und du hast auch noch Rock Blast, du Penis. Ja. Geil. Boah, das ach, geht kacke. Los. Ja, ich hätte den Sash gehabt, deshalb ist der Rock Blast ein bisschen doof. Das war auch eine Idee, weil ich dachte mir so, okay, pass auf. Du hast Pokémon mit Sturdy. Was, also, ist das wahrscheinlich schon so eine Sache. Also, was machst du gegen Sturdy? Oder halt gegen Focus Sash? Und das war die Idee da. Ja. Boah, schön, schön, gut. Ja, ich denke, Ich denke, Onyx hat seinen Dienst getan. Ich weiß auch nicht, wie man, also ob man im Little Cup überhaupt predikten kann oder sollte. Oder ob man opfert oder ob es Sinn macht, auszutauschen. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Also, ja, das war zu erwarten. Da ist die Suppe effektiv, quasi. Die Suppe effektiv. Gut. Gott, mein erstes Little Cup Match, ey. Ist es nicht schön? Ist es nicht es, schön? Es ist nicht schön, nein. Oh, nee, war das nicht gemeint. Ja, ich weiß. Oh. Eieiei. Machen wir doch Folgendes. Damit weiter. Oh, ich hab keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Unter der Spüle. Jawohl. Unter der Spüle, weil da ist bei mir der Müll. Ja, schon klar. Unter der Spuele. Weil ja Showdown keine Umlaute kann. Genau. Und, ich hab keine Ahnung, was kommt. Ich weiß, ich.
Ich kann damit nicht umgehen. Tja. Was ist hier nur los? Ach, du und dein scheiß Saft. Yep. Weißt du, was jetzt kommt? Mehr Spikes oder Toxic Spikes? Nein. Ach Gott, auch das noch. Ah, ist das nicht witzig? Das geht so lange gut, bis der Crit kommt. Ja. Oder bis du mal zurückschreckst. Ja, das ist, war jetzt eine witzige Idee. Die ja, es ist eine witzige Idee, aber es hilft auf Dauer leider nicht. Ja, das stimmt allerdings. Aber hey. Machen wir doch stattdessen dies hier. Und schauen, was das bringt. Aha. Oha. Okay. Ja. Ich glaube, das bringt alles. Ah, wie du einfach gescarft bist. Yep. Du Spaten. Und kein Fick auf Nick. Wie der einfach gescarft ist, weil, mit dem Power Grass. Weil. Ne, Froakie gibt keinen Fick auf seinen Nick. Naja, schon klar. Weil er so cool ist, dass er keinen Fick gibt. Ja, hast du jetzt verstanden oder soll ich nochmal erklären? Erklär mal nochmal. Also, Froakie ist ziemlich cool und gibt. Also, ich habe auch einen Froakie Plüschi. Und Froakie gibt halt einfach keinen Fick auf irgendwas. Und deswegen ist sein Nick kein Fick auf Nick. Und das ist jetzt natürlich. Irgendwie hat er Nick, aber irgendwie ist es ihm auch egal. Und das drückt aus. Also, die Intention des Autors war dabei, auszudrücken, wie cool Froakie ist. Mhm. Froakie ist eins meiner Lieblings-Pokémon überhaupt. Auch Greninja, aber halt Froakie ist eigentlich noch ein bisschen cool. Also ich weiß nicht, wer cooler ist, ganz ehrlich. So. Spectre Knight. Ja, Spectre Knight. Da hast du dir aber was Tolles ausgedacht. Ich nehme an, du kennst Spectre Knight. Ja, hier Shuffle Knight, oder nicht? Ja, ganz genau. So, Nachtnebel auf Doom. Nachtnebel ist erlaubt? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, warum es verboten ist. Nee, Nachtnebel macht ja 5. Macht nur Level-Schaden. Genau, stimmt, das ist ja gar kein fester Schaden. Genau, also zum Beispiel sowas wie Drachenwut und wie heißt Sonic Boom? Ultraschall. Ultraschall sind auch verboten, weil die halt immer 20 bzw. 40 KP Schaden machen. Mhm. Yay, es gab Drachenwut und tschüss. Deswegen sind die verboten. Mhm. Edward Messerhand. So, was machen wir jetzt damit? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Oh, ich weiß, was du knock-offst einfach, du Spaten. Das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Aber wie kannst du nur? Aber dagegen gehen wir vor. Das ist nicht cool. Das war eigentlich abzusehen. Ich finde das nicht cool von dir. Das war auch irgendwie meine erste Idee, nicht zu Ponya zu wechseln, zu Edward Messerhand. Weil ich eigentlich wahrscheinlich instinktiv dachte, jetzt kommt der Will-O-Wisp, aber jetzt habe ich dann irgendwie doch gemacht. Also, das war jetzt nicht so klug. Das war jetzt nicht so klug. Passiert. Ja, das war nicht so klug, aber da kann man nichts machen, ne? Da kann man nichts machen. Ja. So ist das Leben. So ist das, so spielt das Leben. Ja, aber tatsächlich macht mir das Spaß. I see. Das will mir nicht gefallen. Das soll dir auch nicht gefallen. Das war tatsächlich die Idee, explizit, dass dir das nicht gefällt. Das dachte ich mir. So, ist das. Ah, Alter, wie es Schaden macht. Was war das gerade? Was hast du gerade gemacht? Was? Ich hab gewechselt. Was ist. Nee, rattled. Was ist rattled? Das ist hier Dingsbums. Wenn ich von einer Unlichtattacke getroffen werde oder von Käfer oder Gras, von Käfer oder Geist, kriege ich +1 Speed. Oho. Das ist ja ein Ding. Ja, Mensch. Das ist ein Ding ist das. Das ist ja ein Ding, du. So, jetzt habe ich aber trotzdem ein Problem. Du hast mir meinen Deep Sea Tooth weggeschlagen. Das macht Boost auf Spezialangriff. Ja.
Dankeschön. Yes. Ach, ich habe mit dem Tiefschlag gerechnet. Und ich habe auch gedacht, mache ich Sucker Punch oder Riss oder rechne ich damit, dass er den Shell Smash macht? Yes. Boah. Jetzt habe ich ein Problem. Hast du? Ja, hast du. Kriegst du? Hast du Problem, kriegst du Kacke. Ja, das läuft doch. Haben wir jetzt Speed-Tie? Ach, Kacke, die ist einfach reicht. Ja, Pornhard bist hat du jetzt, also keine Ahnung, stimmt, Pornhard müsste eigentlich genau 17 Angriff wieder haben. Warst du auf, ja, hat das, warst du auf Maximum Speed? Ja, ich hätte 16. Ja gut, war dann Speed-Tie? Nee, ich bin nicht auf Maximum, ich bin auf Hard. Warum auch immer ich Hard bin, ich wollte eigentlich, Jolly, aber was soll's. Ja, gut, das, jetzt ist gelaufen. Ja, das stimmt wohl. Geil! Ach, jetzt könnte ich wieder das ganze schöne Team nicht zeigen. Okay. Unter der Spüle hast du gesehen, war Recycle Nerv Spike gedöns. Mhm. Das war schön. Dweeble. Einsiedler Dweebs habe ich ihn genannt. Okay. Ist natürlich auch mein Shell Smash Arsch. Och, wie süß, ein Crit. Ja, ja, und Pornhard hat Eviolite. Und, ach, das auch noch? Und EVs auf okay. Dings. Ja, okay, gut. Und Why Not wäre halt Why Not gewesen. Mhm. Heißt auch natürlich, wieso nicht, ne? Ja. Oh, Magic Guard, ich verstehe. Und ja, genau, Eviolite hat er, Why Not, wieso nicht? Und Froakie wäre genau gewesen, wie man Greninja spielt, heißt Hydropumpe, Ice Beam, U-Turn und halt Hidden Power. Und mit Scarf. Wow. Und der Scarf hat mich halt ein bisschen gefickt und am Ende die Tatsache, dass ich keinen Status-Move auf Abra hab. Normalerweise wollte ich eigentlich jetzt den Tiefschlag outplayen, aber ich habe nur Angriffe. Ah, ja, und ich habe auch gedacht, aber mit was für einem Item denn? Hä? Mit Life Orb. Ah, okay. Ja, und ich habe gedacht, so, der ist bestimmt schneller als ich. Rechnet er es damit, dass ich den Tiefschlag mache, weil er weiß, dass er schneller ist. Und ach, schön. Life Orb ist halt bei Abra einfach extrem geil, weil du den Rückstoßschaden nicht kriegst. Ja. Und Abra ist ja auch schon relativ stark. Mhm. Auch als Nidl-Cup-Viech. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich Nebulak oder Abra nehme, aber Abra ist, glaube ich, dann doch die bessere Alternative, auch wenn Nebulak mehr Spätzangriff hat. Oh, aber Abra ist ein bisschen schneller. Oh. Ja, Nebulak hat 100 Base. Ah, nee, ich weiß es nicht. Ich kenn mich noch Nidl Cup nicht aus. Du sagst das jetzt wieder so, ey, wir ganzen coolen Nidl Cup Leute wissen das. Hallo, Nebulak hat 100 Base, Spezialangriff. Nee, ich hab's halt gesehen, weil ich mir das im Teambuilder angeschaut habe, deshalb. Ja. Aber nee, ich hab kurz überlegt, ob ich hier die Vorentwicklung von Schanera, Happini, nehmen soll. Ich dann dagegen entschieden. Und hab stattdessen halt Pornhard genommen mit Eviolite, weil irgendwas mit Eviolite wollte ich halt machen. Mich hat halt der Scarf so ein bisschen zerstört von deinem Froakie. Ja, sonst wäre Buizel echt gut da durchgegangen. Das hätte mit einem Waterfall hätte das eigentlich alles weggeklatscht fast. Ich denke auch. Ich habe auch gedacht, als ich am Anfang noch mit Onyx drin war, ob ich wechseln soll oder nicht, weil ich dachte, kommt der Schwertanz. Nee, ich war gechoiced by Nid. Ah, okay. Ja, ich habe auch gedacht, so Froakie war die einzige Möglichkeit. Aber ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass der die Hidden Power reicht. Ja, doch, also, das Ding hat eine ganz miserable Spätstat. Ja, aber ich weiß halt nicht, wie sich das im Little Cup rechnet mit so kleinen Werten. Ne? Ja, klar. Und Hidden Power hat halt auch nur 60 Base. Ich kann ja mal nachschauen. Das Ding hat einen Wert von 8 in Spätstat. Ja. Das ist schon echt wenig. Ja, Froakie hat jetzt aber auch keine Ahnung. Ich glaube, der hatte 14, 15, 16 oder so Spezialangriff. Ja, wahrscheinlich 15 oder 16. Und ich weiß nicht, wie sich das rechnet, ne? Deswegen, ich kann die Algorithmen nicht alle im Kopf. Nee, aber eine 8 ist schon echt wenig. Ja. Nun gut, ich gehe in Führung.
Nein, du ziehst gleich. Nee, wir haben jetzt. Oder? Das war Folge 9. Ach nee, stimmt, es war jetzt. Stimmt, 10, stimmt. 10 zu 9 für mich. Oh, Mensch. Oh. Es geht ja so los wie am Anfang wieder. Oh mein Gott, also ich gehen wir jetzt noch zweimal und dann. Oh Gott. Mhm. Nee, lassen wir das doch. Nun gut, nächstes Mal gibt's wieder ein Random Battle. Yeah. Und bis dahin, Face Twit Templegram. Genau. Alles gleichzeitig. Guckt bei Micha auf dem Kanal und macht's gut. Tschö. Liebe Gemeinden, nehmen Sie sich bitte einen Moment, um ein paar Links zu klicken. Wenn Sie oben auf das Rigtree Road Logo klicken, dann lassen Sie uns ein Abonnement da, was uns sehr freuen würde. Und des Weiteren können Sie Links klicken, um zum Sonderbonbon-Podcast zu kommen, wo wir über verschiedene Videospielthemen reden. Klicken Sie hingegen rechts, kommen Sie zum Indie-Bonbon-Podcast, wo ich, also jemand, der genauso klingt wie ich, und drei andere Leute über Videospiele spielen, die sie vielleicht nicht kennen und die man deswegen Indie-Spiele nennt. Und zum Schluss könnten sie dort unten klicken und uns bei Patreon eine etwas kleine, winzige monatliche Spende, einen sogenannten Obolus, dalassen. Dankeschön.